Guys, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Oh, es ist so lange her, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich sagen, wie ich anfangen soll. Ich bin irgendwie ein bisschen nervös, habe ich so das Gefühl. Es ist so lange her, dass ich wieder vor der Kamera stand und irgendwas erzählt habe. Ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich glaube, ich fange einfach mal an, indem ich erstens erzähle, warum so lange keine Videos kamen und zweitens, dass es auf euch zukommt, glaube ich. Das wird eigentlich ganz gut passen. Ich habe ja schon einige mitbekommen, warum so lange keine Videos gekommen sind. Also der erste Grund war, dass ich irgendwie keine Lust hatte. Ich wusste nicht mehr genauso. Ich war so in der Phase, da hat mir einfach das ganze PC-Zeug keinen Spaß gemacht und ich wusste irgendwie nicht so, wie ich weitermachen soll. Und zweitens hat mir auch die Zeit gefehlt. Ich bin jetzt 11. Klasse, ich bin jetzt auf der Kosse Gymnasium und es ist irgendwie doch komplizierter als erwartet. Also man muss einfach viel Zeit reinstecken. Ich habe viel Schule, muss viel reinstecken und dann hat man noch so ein Stück Freizeit und dann verbringe ich die lieber auf Netflix. Was euch jetzt bestimmt schon aufgefallen ist, meine neue Kamera ist da. Also ich muss sagen, ich finde die Quali, also ich glaube, es ist euch auch aufgefallen, sie ist einfach deutlich besser. Also wirklich deutlich, deutlich. Ich habe jetzt ewig lang auf diese Kamera gewartet, wirklich ewig lang, weil da irgendwo ein Erdbeben in Japan war und deswegen irgendein Teil von der Kamera nicht mehr hergestellt wurde. Und deswegen, glaube ich, echt 2-3 Monate auf die Kamera gewartet habe. Ich wollte schon ewig davor haben. Jetzt ist sie endlich da. Deswegen kann ich euch auch versprechen, dass mein Content auf jeden Fall mehr Qualität hat. Also ganz kurz. Qualität vor 2 Monaten, Qualität jetzt schon ein Stückchen mehr. Ich werde mich auf jeden Fall bessern und mir Mühe geben, dass die Videos besser werden. Gut, dann jetzt, was auf euch zukommt. Also erstens, jetzt wo ich die neue Kamera habe, möchte ich auf jeden Fall mehr Film, mehr Vlogs, mehr Real-Life-Videos generell. Das heißt Vlogs. Ich weiß nicht, ob ich Vlogs mache. Da bin ich irgendwie nicht so der Mensch. Ich bin da irgendwie so, keine Ahnung, einfach schlecht drin. Aber es kommen auf jeden Fall mehr Real-Life-Videos. Ich habe ja schon ein paar Ideen aufgeschrieben, die dann hoffentlich kommen werden. Trotzdem möchte ich noch ein bisschen am PC bleiben. Es kommt weiterhin Minecraft, aber deutlich weniger. Aber die Minecraft-Videos, die kommen, sind auf jeden Fall aufwendiger und bestimmt cooler und auch anspruchsvoller. Und sonst auch werde ich wahrscheinlich in die Richtung Minigames so gehen. Zum Beispiel sowas wie Unfair Mario. Das hat euch echt richtig gut gefallen. Unfair Mario, Slender, bla bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Das hat auf jeden Fall am meisten und richtig gut gefallen. Und es macht auch mir am meisten Spaß. Das sind die Videos, auf die ich so am stolzesten bin. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich auch mehr hochladen. Und ja, ich würde sagen, ab jetzt wird es einfach noch besser. Ich habe wieder auf jeden Fall Lust. Sonst würde ich ja dieses Video hier nicht aufnehmen. Und wo ich mich nochmal richtig krass bedanken möchte, dass auf jeden Fall so viele Leute weiterhin hinter mir standen. Und what the gosh, wie geht eigentlich mein Merch ab? Das ist einfach richtig cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Bilder auf Twitter sehe. Es haben anscheinend richtig viele Leute den Merch zu Weihnachten bekommen. Finde ich übelste cool. Und ja, ich sehe, dass er euch gefällt. Mir gefällt er auch. High five an euch. Also einfach generell danke für den Support in der Zeit, wo ich nicht für euch da war, aber ihr trotzdem für mich. Cute. Gut, Freunde, dann war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat oder wenn euch meine Pläne gefallen, wenn ihr cool findet, dass ich wieder da bin, lasst mir doch ein Dämchen nach oben da. Das wäre ganz schön. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald. Ich habe ja, wie gesagt, meine Pläne. Und die Liste dürft ihr nicht sehen, die ist geheim. Ja, und dann geht's wieder los. Tschüss. Das war jetzt irgendwie ein bisschen opferhaft. Ich glaube, ich werde es eh rausschneiden. Jetzt, wo ich das gesagt habe, werde ich es wahrscheinlich auch noch drin lassen. Oh.